Andreas Achenbach. Andreas Achenbach unternahm während seines Lebens zahlreiche Reisen. Die meisten davon nutzte er, um Naturstudien zu betreiben. Bereits mit 17 Jahren begann er mit ausgedehnten Auslandsreisen. Mit 20 Jahren reiste der gebürtige Düsseldorfer für längere Zeit nach Dänemark, Norwegen und Schweden. Diese und andere Reiseziele dienten ihm als große Inspiration für seine von der Romantik geprägten Gemälde von der See. Sein Bruder Oswald, welcher einer der wenigen Schüler von Andreas Achenbach war, tat es ihm gleich und entwickelte ebenso wie sein großer Bruder eine andauernde Reiselust.